Sommerliche Wärme liegt über Kuncho. Die Stadt kennt keine Nacht, keine Ruhe. Wenn die Sonne sich neigt, beenden die Handwerker ihr Tun, kehren in ihre Karten zurück. Die Händler aber bleiben, denn am Abend trifft sich das Volk in den Gassen, um den Gauklern und den Taschenspielern zuzusehen. Akrobaten, Schlangenbeschwörer, Feuerspucker, vielfältig sind die Darbietungen. Für die Einwohner sind die Abende ein Markt der Gerüchte und Neuigkeiten, und auch die Fremden sollten gut hinhören, wenn sie die wichtigsten Informationen des Tages erfahren wollen. Zahlreiche Garküchen, die kleine Gerichte anbieten, buhlen um die Gunst der Menschen. Ihre kleinen Stände säumen die Straße und Plätze. Es gibt Wasser- und Saftverkäufer. Die feinen Leute sitzen in den Teehäusern bei einem wohltuenden Aufguss und bei einer Wasserpfeife zusammen. In diesem Menschengewirr sieht man Leute aus allen Teilen Aventuriens. In Kuncho machen viele Reisende Stationen, und es gilt als Muss, sich wenigstens einen Abend an den lebhaften Trubel auf den Plätzen und in den Straßen der Stadt zu berauschen. Hat man das nicht getan, hat man Kuncho nicht gesehen. Wir schreiben den 14. Ingrim, 10 Tage nachdem die Reise aus Fasar angetreten worden ist, haben die Helden nun die erste Nacht in der Stadt Kuncho verbracht. Was wollt ihr tun? Ihr sitzt gerade unten im Palast der Sinnesfreuden und könnt dabei zusehen, wie sich jetzt schon zu dieser frühen Stunde eine der Säbeltänzerinnen von ihren 7 Schleiern enthüllt und dabei tanzt, euch mit ihren aufregenden Kurven verzaubert. Ja, habt ihr auch so schrecklich geschlafen? Ich sage euch, in Selander war es besser. Ich habe vergessen, wie warm es hier ist. So laut. Oh, schön. Schön ist das. So endlich ist es wieder warm. Welches ist das wie zu Hause, oder? Ja, also hier ist ein bisschen wenig Dschungel, aber sonst. Ich weiß nicht, es fühlt sich viel wärmer an als in Fasar, aber... Na, was soll's. Ich fand es angenehmer. Wir sind ja direkt am Hafen. Hm. Also natürlich, der Lärm hat ein bisschen über den Hafen herübergeschallt und ich bin wirklich sehr früh aufgewacht, aber alles in allem ist es doch sehr nett hier. Man kommt ein wenig in den Genuss einer frischen Brise hier am Meer. Oh, aber es wirkt alles so hektisch. Jeder ist die ganze Zeit überall und ach, dann rennen sie hin und her, nehmen sich gar keine Zeit. Ja, die Schnauze halten können die hier nicht. Und das ist nicht so, als könnte man jemandem langsam den Geldbeutel vom Gürtel schneiden. Ja, habt ihr auch wieder recht. Also, Jalan, was machen wir denn jetzt noch in deiner Stadt? Meine Stadt, so weit kommt's noch. Wir werden uns ein wenig Zeit nehmen. Fallen wir mal eine Woche an. Ich werde Jaira aller 7 anbetteln müssen, mir eine Rüstung zu schmieden. Und wir werden noch einige weitere Einkäufe machen müssen und unseren Transport besorgen. Es sei denn, ihr wollt mit einer DAO nach Xeranien in Einfahren. Wieso müsst ihr sie denn anbetteln? Als ich wegen meinen Säbeln bei ihr war, hatte sie keine Probleme. Sagen wir, das letzte Mal, als wir uns unterhielten, sahen wir uns nicht unbedingt auf Augenhöhe entgegen, was die Verwendung ihrer Talente anging. Also, Jalan, wenn du möchtest, ich kann da sicherlich vermitteln. Ich meine, ich als Zwerg habe von Haus aus ein gewisses... zuträgliches Erscheinungsbild, was Schmiede angeht. Und da hat er nicht Unrecht. Nun gut, jedenfalls werde ich dies relativ bald in Angriff nehmen müssen und wir werden ein Schiff brauchen. Entsprechend sollte sich irgendeiner von euch vielleicht im Hafen umtun und sehen, ob es irgendjemanden gibt, den wir anheuern können. Wir sollten uns vielleicht auch schon einmal Tarnidentitäten überlegen, so wie wir es damals in Wahrung gemacht haben. Nun, wir haben eine Kiste. Eine Kiste voller Ware. Entsprechend sind wir jetzt wohl Warenhändler. Ja, Warenhändler. Ein hervorragender Plan. Ihr wisst, welche Ware ich meine, Isarun, tut nicht so. Lass mir doch meinen Sarkasmus. Eine ganze Kiste voller Diamanten. Ach. Oh, Boltax, schön, dass du es zuerst gesagt hast. Dann habe ich mich am Ende nicht verquatscht. Oh. Aber es ist doch so. Und ist es nicht so, dass Jalans Gott immer für die Wahrheit und das offene Sprechen ist? Die Wahrheit ist ein scharfes Schwert, das mit Bedacht geführt werden sollte. Und ich hoffe, Fex, lasst euch allesamt die Zähne ausfallen.
Oh, das macht er schon nicht. Das war aber nicht sehr gefällig. Ich glaube nicht, Marcus. Ich denke auch nicht. Der Geheimnisse ausplaudert den Verfluchter. Aber es ist doch kein Geheimnis. Richtig, Wolters hat's ja allen erzählt. Können wir zurück zum Plan kehren? Ja, es gibt Steckbriefe von uns. Das bedeutet, unsere Gesichter sind bekannt. Das Einfachste wäre, wenn wir uns voll verschleiern würden. Und ich habe eine Maske. Und oder eine Maske tragen. Wollt ihr diese Verschleierung begründen? Nun, Lepra, aus dem, schwer krank, sowas. Wir ziehen euch allen Kunchoma-Gewänder an. Richtig, wir werden als Kunchoma oder Tulamiden auftreten. Ich denke auch, das ist nicht so ungewöhnlich. Und dann sprechen wir untereinander nur Tulamidia. Das wird bei mir aber nicht funktionieren. Warum nicht? Du hast doch noch den schwarzen Mantel und den Hut von Albrox. Du siehst doch im Grunde aus wie ein Versacherherzwerg. Nein, ich habe nichts dergleichen von Albrox erhalten. Das war Abelmir. Habt ihr das schon gelesen hier? Ich zeig mal den aventurischen Boten hoch. Überraschenderweise, Abelmir, habe ich die Zeitung nicht vor dir gelesen. Dieses Schundblatt ist bei mir unten durch. In letzter Zeit steht da wirklich nur noch Mist drin. Nun ja, ich weiß nicht. Habt ihr schon mal etwas von einem Zauberkönig Mordor gehört? Dass irgendeiner von diesen Tulamiden, die sich noch als ihr wisst schon was sehen. Wie heißen diese Magier? Magier-Mogul? Ja, genau. Magier-Mogul ist das meines Wissens nicht. Oh, ich finde das Bild da sehr schön. Guckt einmal. Das mit dem Schiff. Es ist nicht sehr kunstvoll gezeichnet, aber nun ja. Aber es ist doch amüsant. Was ist die Brabaker Bilderpostille? Nun, das ist eine Postille aus der Stadt Brabak. Für die Leute, die nicht lesen können. Ein ikonografisches Blatt, könnte man sagen. Ah, sowas liest man in der schwarzen Gilde also, ja? Ich sagte, die Leute, die nicht lesen können. Bilder ist aber irgendwie, also, schon interessant. Das Ganze so ikonografisch darzustellen. Ja, aber was ist denn das für eine Verschwendung von Lebenszeit? Warum benutzen die nicht einfach einen Ausrufer? Naja, aber vielleicht findet ja jemand Gefallen an den Bildern und hängt sie sich, ich weiß nicht, in die Latrine oder so. Was? Ja. Habt ihr schon einmal von diesem König Mezirion Atoll gehört? Aber mir, du warst doch noch weiter da unten. Ich kenne einen König Mithirion, aber ein Atoll? Nein. König Mithirion ist übrigens der König von Brabak. Nun ja, aber dieser Zauberkönig Mordor, davon habe ich noch nie gehört. Nun ja, wahrscheinlich wie einer dieser Berichte, die etwas übertreiben. Naja, aber hier in diesem Artikel steht, dass Sohn ins Südmeer gegangen ist. Also, dort müsste dieses König Mithirion Atoll dann sein. Aber im Südmeer gibt es nichts. Hier steht, dass es geheim gehalten worden ist. Ja, aber wenn ihr nach Süden rausfahrt, flaut irgendwann der Wind ab und nimmt ihn wieder auf. Und dann seid ihr gestrandet. Ich glaube, ich verwechsel da etwas. Das Südmeer gibt es schon. Man kann muss nicht schwer daran segeln. Man braucht erfahrene Mannschaft. Ten. Und einen erfahrenen Kapitän. Und nach allem, was ich gehört habe, je weiter ihr nach Süden segelt, desto mehr flaut der Wind ab. Und irgendwann treibt ihr dann halt im Wasser. Habt ihr das gehört oder habt ihr es erlebt? Abelmir. Ihr habt es gehört, vermutlich. Warum macht man es sich denn so schwer? Dann bittet man eben einen Windelementarein ein bisschen weiterzutragen. Nun, ihr könnt keinen Windelementarein mal rufen, wo es keinen Wind gibt, oder? Nun ja. Winde gibt es überall. Die Luft ist überall präsent, ansonsten könntet ihr ja nicht atmen. Wusstet ihr, dass selbst unter Wasser noch ein bisschen Luft ist? Wirklich? Das erscheint mir sehr unlogisch. Ja, aber es ist tatsächlich so. Manchmal an solchen Korallen, da bilden sich so kleine Luftbläschen. Das kann man sehr schön beobachten. Selbst in ganz, ganz flachem Wasser. Es ist doch nun natürlich. Fische atmen da auch unter Wasser. Sie können ja kein Wasser atmen, sondern Luft. Sie filtern wahrscheinlich die Luft aus dem Wasser.
Das klingt nach ziemlichem Blödsinn. Natürlich atmen Fische Wasser. Was steht hier? Der König von Brauerk will noch eine Expedition ausschicken, um nach auf dem Meeresgrund entdeckten Schätzen zu suchen? Was kann denn da wohl liegen? Nun ja, wahrscheinlich irgendwelche gestrandete Schiffe. Aber so weit im Südmeer? Ich meine, ja, sicherlich sind dort Schiffe gestrandet, aber die werden wohl nicht viel gehabt haben. Schließlich gibt es keine Handelsrouten, die dort entlanglaufen. Niemand kommt von dort reich beladen zurück, denn dort gibt es nichts. Gibt es dort nicht dieses Archipel? Das Archipel der Perlen, meint ihr? Nein, das liegt hinter Maraskan. Nun, ich dachte mir, wie hieß es? Guranus? Gurania? Rafim, wie heißt das Ding nochmal? Das Archipel im Süden. Was weiß ich denn? Redet ihr immer noch über die Scheiße? Das sind Brabaka. Wer interessiert sich für Brabaka? Alles Abschaum. Nun, es gibt Kolonien aller großen Mächte im Süden. Ja. Was ist denn diese dunkle Halle der Geister am hier? Auch eine Bilder? Nun, es ist natürlich die Akademie in Brabak. Das sind diese Nekromanten, Voltax. Ich dachte, das sind diese Dämonenbeschwörer. Was? Es sind exzentrische Forscher, würde ich behaupten. Sie sind ein wenig missverstanden. Ich weiß nicht, was man am Tötenbeschwören für missverständlich halten könnte. Nun ja, so lauten die Gerüchte, ob das nun stimmt. Vielleicht besteht das Missverständnis auch darin, dass sie sowohl Nekromanten als auch Dämonologen sind. Das wäre ja doppelt schlimm. Aber das ist vermutlich sehr wahrscheinlich. Es sind immerhin Brabaka. Ich entnehme daraus, dass ihr Alanfahner die nicht sonderlich mögt. Karinor mochte die nicht und wenn Karinor die nicht mochte, wird er seine Gründe haben. Karinor mag auch die Pollingers nicht und du arbeitest für Goldo. Ja, aber das ist was anderes. Da sind wir in der Alanfahnisch, da kann man sich schon mal nicht mögen. Aber wenn jemand von außen nicht gemocht wird, dann müssen wir das alle unterstützen. Gut zu wissen. Ich frage mich, was ihre Spekulität Tabisius. Sie scheint sich offen nicht dafür zu interessieren. Ja, spannend. Steckt da doch mehr dahinter, als wir denken. Wer war denn Tabisius jetzt nochmal? Es ist ihre Spekulität der Akademie zu Brabak. Wenn das so interessant klingt, gabel mir, dann fahr doch mit. Moment, war das nicht der ihr wegen diese Moskitos gegeben habt? Ja. Oder verwechsel ich da gerade jemanden? Ihr müsst doch nicht in alten Wunden stochern. Oh, nein, ich wollte das Ganze nur in einen Kontext einordnen, aber mir verzeiht. Wollen wir vielleicht noch etwas essen? Soll ich noch ein Bierchen holen? Oder besser gesagt, etwas Tee? Ich gehe mal Tee holen. Ist eine gute Idee, Voltax. So, und dann können wir dieses Brabak-Thema endlich fallen lassen. Ich wollte uns Masken besorgen. Wer möchte auch eine Maske? Ich habe eine. Wieso nicht? Ich komme mit. Dann können wir vielleicht die Verkleidung noch etwas komplettieren. Wunderbar. Was ist mit Heiltränken und diesen anderen Tränken für Magier? Ach ja, wir sollten uns wahrscheinlich danach umsehen. Ja, jetzt ist besser als später. Definitiv, definitiv. Wir sollten pro Person einen Heiltrank haben, aber besser zu viel als zu wenig. Und ich denke, also dir. Akademie, ja. Könnten wir fündig werden. Ja, da hast du doch gute Kontakte, Abelmir, oder nicht? Nun ja, es ist eine graue Akademie. Ob meine Kontakte so gut sind, das wird sich zeigen. So, da bin ich wieder. Aber es gibt auf jeden Fall eine angeschlossene alchemistische Gilde. Nun, vielleicht würden die mir ein Labor überlassen. Wenn wir ohnehin eine Woche hier bleiben wollen, würde sich das eventuell lohnen. Oh, dafür werdet ihr aber blechen müssen.
Ja, die Frage ist halt, was ist teurer, die fertigen Tränke oder die Labormiete und die Materialien? Ich denke, das hängt davon ab, wovon sie denken, von euch am meisten Geld verdienen zu können. Vermutlich habt ihr recht. Boah, jetzt erstmal einen Tee. Ich habe... Na gut, Boltax und ich werden die Schmiedin aufsuchen und sehr nett zu ihr sein. Ah, das ist doch kein Problem. Salamin, wollt ihr vielleicht mitkommen? Wenn sie euch in guter Erinnerung hat, hilft dies vielleicht. Ich bin nicht sicher, wie gut sie sich erinnert, aber wir hatten damals jedenfalls keine Probleme. Und allzu lange ist es ja noch nicht her, dass ich in Konchom war. Nun, wenn sie euch noch nie aus ihrer Schmiede geworfen habt, weil ihr die Waffe, die sie für euch gefertigt hat, an einen anderen Menschen zur Verwendung gegeben habt, weil er gerade keine hatte, dann wird sie euch besser in Erinnerung haben als mich. Ich begleite euch gern. Oh, das klingt ja sehr spezifisch, Jalan, wenn ich das so sagen darf. Hast du nicht dabei? Nee. Sei denn, das hast du in den letzten... so 2,5 Jahren gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte mal den Schaltkolben, den sie mir gefertigt hatte, an Karino müsste es gewesen sein gegeben, weil er seine Waffe verloren hat. Oh ja, das passiert ihm schon mal. Als sie dies erfuhr, war sie nicht glücklich. Oh, soll sich nicht so anstellen. Sagt, deswegen kümmert ihr euch mit dieser Runde um die. Ja. So, also wer macht jetzt was? Rafim wollte Masken hoch. Ja, und ich nehme Iserun mit, damit wir nett sind zu den Leuten, Iserun. Ja, und noch weitere Gewänder. Also, damit unsere Tarnung vollständig ist. Aber ihr habt doch schon was, ich habe euch doch extra was geschenkt. Stimmt, das passt eigentlich wunderbar. Ich will vor allem nicht, dass irgendjemand von euch alleine durch die Stadt schleicht. Wir wissen, dass Xeran es auf uns abgesehen hat und es könnten noch andere Überraschungen auf uns warten. Och, wir können doch auf uns aufpassen. Bloß auf Boltax. Also seht zu, dass ihr euch nicht... Seht zu, dass ihr euch immer an Rafim oder Arbe mir haltet, ja? Nun, wer will mich dann zur Akademie begleiten? Nun, später komme ich sicher gerne mit, aber erst einmal möchte ich mit Rafim ausziehen. Nun gut, ich werde so lange hier warten und diesen Artikel studieren. Ja, du kannst, wenn du möchtest, ja auch schon mal anfangen, ein Konto aufzuräumen. Da müsste jemand die losen Bretter rausnehmen. Oh ja, gefegt werden könnte auch einmal. Ja, einen neuen Anstrich brauche ich. Haben wir sowas keinen Diener? Und du sagst ja, welche anheuern. Ah, ich glaube, so, du kannst es natürlich auch per Hand machen, wenn du möchtest. Ist auch vernünftig. Eine hervorragende Idee, Diener anzuheuern. Ich bin mir sicher, du kannst auch ein paar Mal mit dem Stab wedeln und es räumt sich von selbst auf. Aber warum, wenn wir nicht müssen? Also gut. Ich werde mich nach Dienern umschauen, nach Handwerkern. Ja, lass dich nicht beklauen. Dito. Und keine Echsen anheuern. Nun, ich fürchte, in Konchorum wird man wenig Echsen finden. Glück. Die Tulamiden sind ja etwas sehr, man könnte sagen, rassistisch eingestellt in der Hinsicht. Böses Blut in der Vergangenheit. Ja, Echsen haben böses Blut, da habt ihr recht. Da liegt an ihrem Erbe der Drachen. Oh, pui. Ja. Nun dann. Gut, beginnen wir oben mit Zulamin. Was möchtest du als erstes tun? Ich habe gesagt, dass ich Jalan und Boltax zu Yaira Alassim begleite. Gut. Zulamin, Jalan und? Boltax. Jalan, weißt du noch, wo sie sich aufgehalten hat? Im Maraskana-Viertel. Genau. Oder war das Maraskana-Viertel das Schmiedeviertel und die haben das einfach nur übernommen? Ich bin nicht sicher. Ja, du kannst auf alle Fälle in Richtung Norden gehen, vorbei an der Bäckerei von Rashman ibn Salman und über die großen Brücken gehen, die dann über den tiefen Manadi führen, den ihr bereits am Vortage habt benutzt und bereist. Und wenn du dann die Fürst-Istaf-Allee betrittst, kannst du schon das Schrein der Türme erkennen, wie sie dann hier um den Weltenscheibentempel herumgebaut sind.
während du dann zielstrebig in Richtung das Schmiedeviertel gehst, beziehungsweise im Schmiedeviertel, im Maraskanerviertel, Astuzak, sie haben es hier annektiert, als sie dann damals als Flüchtlinge von Maraskan kommen. Sie lehnen sich allesamt aus den Fenstern heraus und reden mit einem unglaublich lauten Plappern. Die Geschwister mit den Cousinen, die Tanten mit den Großonkeln, die Großeltern mit den Großnichten und die Nichten mit den Neffen, so wie sie sich auseinander herauslehnen und die neuesten Gerüchte, den neuesten Klatsch miteinander verbreiten. Ich lass den Klatsch schon mal wissen, dass ich wieder in der Stadt bin. Ja. Ich garantiert nicht nach hinten losgehen. Was? Jalan ist wieder da? Bruder, Schwester, Fremde, die Welt ist schön. Ja, sie lehnt sich dann wieder aus dem Fenster heraus und während dann sie über einen anderen runden Turm, das da weiter trägt und zwei Fenster höher brüllt, kannst du wohl, nachdem du um eine Ecke gebogen bist, sehen, wie dann ein Verkäufer auf dich zutritt, sich aus einem der Fenster herauslehnt und dir dann eine Gurke in die Hand drückt. Ah, Bruder, Schwester Jalan, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben euch vermisst. Hier, nehmt eine Rauschgurke. Sie ist besonders scharf gewürzt. Oh, Jalan, das sind ja sehr nette Leute. Die Welt ist schön. Nun, ich denke, wir sind angekündigt. Komm nun. Das muss Bruder, Schwester, Fremdi G. Boltak sein. Hallo, wir haben schon so viel von dir gehört. Weiterer Verkäufer tritt mit einem kleinen Blech auf dich zu und gibt dir so kurze in die Hand. So ganz kleine. Die Offenbarung der Zwillinge. Freut mich. Wer bist du denn? Du kennst mich noch nicht? Komm mit. Ich erzähl dir alles von mir. Ja, sehr gerne. Er nimmt dich an der Hand und würde dich dann in eine der offenen Küchen führen, wo du dann neben, ist das wohl seine ganze Familie, 10 Leute, die hier stehen und sich nacheinander vorstellen, Orni Bijidjan, Marjan, Fumojai, Ramijida, Perjan, Lamija, Boronjida, wie sie alle heißen, die einen von Tuzak, die anderen von Sinoda, und sie erzählen dir dann ihre Lebensgeschichte. Oh, das duftet ja köstlich. Oh, und womit kocht ihr das? Das schmeckt ja, das prickelt richtig auf der Zunge. Ja, du kannst dich dann also hinsetzen und bist wohl nur 3-4 Türme von Jalan entfernt, wenn er dann gemeinsam mit Zulamin in Richtung von der Meisterin Jaira al-Azim zutritt. Und sie steht dann bereits da mit verschränkten Armen und guckt dich finster an. Ich habe bereits im Klatschnetzwerk gehört, dass ihr kommt. Wir dachten, es wäre höflich, uns anzukündigen. Den örtlichen Gegebenheiten entsprechend anzukündigen, ja. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich kein Geld von euch nehmen brauche, denn ich habe alles Geld der Welt. Bin ich mir bewusst. Bin hier, um euch ein weiteres Mal um eure überragende Kunst zu bitten. Und was darf es alles sein? Drachentöter? Ein Harnisch diesmal. Es stellt sich heraus, Drachen tötet man nicht mit einem scharfen Schwert, sondern indem man sie überlebt. So. Ich werde euch noch einmal ausmessen. Aber geht sicher, dass ihr diesen Harnisch nicht verleiht. Ich verspreche euch, ich werde ihn an niemanden weitergeben. Eine letzte Arbeit für den letzten Helden. Kommt mit. Ich hoffe wahrhaftig, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns sehen müssen. Heißt Aaron al-Azim. Nicht, weil ich eure Kunst nicht schätzen würde, aber... Weil ihr meine Geduld strapaziert. Ich dachte eher, weil eure Werke ihrem, sagen wir, höchst dienlichen Zweck zuzuführen, früher oder später ungesund für jeden Beteiligten ist. Ihr wisst schon, mit dem Schwert leben, mit dem Schwert sterben. Ich ziehe den Diskus vor. Vermutlich eine weise Wahl. Nun, wer geht es Kuntium? Man hört im Norden wenig. Nun, Kuntium, es gibt vielerlei Dinge, die man von berichten kann. Was mögt ihr genaues wissen? Das Klatschnetzwerk ist groß und ich kann euch eine ganze Menge berichten über den Marktplatz. Die neue Hesinde-Geweihte, die Kriegselefanten, den Krieg, Maraskan. Ich dachte eher, was die See in letzter Zeit so anspült. Da solltet ihr euch am besten mit den Kapitänen vor Ort unterhalten. Ich kann aber natürlich einiges von den großen Zitraken erzählen, von den Taluken, von den Holken, wie sie alle heißen, aber der beste Klatsch wird am besten im Hafen bedient. Ja. Danke für diesen Rat, Meisterin.
Und ihr seid Zulamin, ja? Ja. Kann ich auch etwas für euch tun? Nein, die Säbel, die ich aus eurer Werkstatt erworben habe, sind wunderschön. Zulamin zeigt die beiden Reitersäbel, die jeweils einen Pferdekopf als Griff haben, einen weißen und einen schwarzen. Ich erinnere mich an die Schwerter. Sie haben mir gute Dienste geleistet und ich übe mit ihnen. Meine linke ist noch immer etwas schwächer als die rechte, aber meine Fortschritte. Vielleicht werde ich sie eines Tages auch im Kampf beide führen können. Ich sage immer, dass jemand nur Meister des Schwertes oder des Säbels werden kann, wenn er auch weiß, wie sie gemacht werden. Dann werde ich zu meinem Kummer dieses Stadium wohl nie erreichen. Aber keine Sorge, Jalan auch nicht. Ihr kränkt mich, Meisterin. Und dann solltet ihr vielleicht gehen. Wenn ihr ungestört zu arbeiten wünscht, völlig. Ja, währenddessen vermisst sie Jalan an der Brust, an der Hüfte, an der Taille und verschiedene Maße, die sie dann nimmt, von denen ihr nicht mal wusste, dass es sie gibt. Und ja, nicht nur ihre Eisen, ihre Falt, ihre Lehmbacktechniken sind herausragend, sondern dann eben auch ihre Harnischtechniken, die sie dann nach und nach dann ja, in Auftrag nimmt und dann sich irgendwelche Notizen macht. Derweil bei Abelmir, du liest den Boden zu Ende und über den Zoberkönig Morder, was auch immer er für eine Gestalt ist. Viel weiß man nicht über ihn und du hast einige Gerüchte gehört, aber Morder, nee, wirklich, wirklich einleuchtend ist das nicht. Was magst du jetzt tun? Da ich nichts weiter zu tun habe, würde ich mich am Hafen vielleicht nach einem Schreiner angucken. Ich vermute mal, ein Schiffsschreiner könnte ebenfalls ein Haus vernünftig herrichten können, um die Wände zu verstärken, die Wände neu zu gestalten, ja, aufzuarbeiten, etc. Ja, ein Schreinermeister an sich hast du ja schon. Das ist ja an sich Porkworm. Das ist ja ein Tischler, beziehungsweise ganz generell jemand, der ja, Zimmermann ist fürs Holz, für ganz generell alles, was anfällt. Also dem hattet ihr schon auch ein bisschen Geld gegeben, damit er dann Besorgung von Holz machen kann. Du konntest jetzt natürlich noch irgendwelche anderen weiteren anwerben, aber es geht. Ja, vielleicht Helfer irgendwie für ihn. Er wird wahrscheinlich alleine machen. Wir brauchen noch ein paar Tagelöhner, die Wände streichen, neu verputzen, etc. Also Kleinigkeiten halt, Arbeiten halt, die man machen muss, nachdem ein Haus lange Zeit verwohnt wurde oder ja, nicht gut. Bewohnt wurde. Das heißt, du gehst alleine in Richtung des Hafenviertels? Ja, ich würde sagen, also ich glaube nicht, dass hoffentlich halt so gefährlich ist. Ja, gib mir noch mal eine Gassenwissenprobe. Hast keine Spezialisierung für Kundchen, ne? Nein. Noch nicht. Wird Zeit. Zählen Kontakte eventuell? Ja, doch, würde ich zulassen.